Hallo und willkommen zur 20. Folge von Pokémon X. Letzte Folge sind wir hier. Oh mein Gott, was mache ich hier? Letzte Folge sind wir hier unten angekommen. Wir haben hier auch noch einen Encounter. Rein theoretisch. Aber alles, was wir hier kriegen können, ist Arsch. Weil hier drüben ist gleich Route 10, ja. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, dass wir hier noch ein Pokémon holen. Und hier ist auch ein Eevee auf der Liste. Boah. Wo kriegen wir hier ein Eevee her? Sludge City. Bla bla bla. Ja, okay, nur das Tausch-Pokémon. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich hier jetzt versuche, irgendwas zu fangen. Im Wasser kriege ich wieder bloß einen Carpador, ne? Normale Angel ist... Ne, ist ein Libiskus sogar. Ein Libiskus will ich noch weniger als ein Carpador. Also... Wobei, ich weiß nicht, wie steht es mit Traden in... Ja. Traden in... Nuzlocke bin ich mir jetzt unsicher. Aber wir können hier auf Route 10 noch ein Pokémon holen. Da ist ein Trainer. Den würde ich ganz gerne dodgen. Wobei, das ist gutes Training, I guess. wir sind sowieso schon gut trainiert. Ich würde alle gerne auf Level 23 bringen. Und dann sollte es eigentlich passen für die Arena. Was haben wir hier hinten? Ach, gar nichts. Cool. Also chillig. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein und holen uns unseren Encounter. Gibt es ein paar Pokémon, die cool wären? Ein paar, die halt einfach useless wären. Mal schauen, was wir kriegen. Ich habe... Ja, Affamore ist vorne. Perfekt. Sehr schön. Wow, Poggers! Oh, ein Evoli. Ah, wir haben sehr viele Feen-Pokémon. Was heißt sehr viele? Wir haben zwei Feen-Pokémon. Heißt, eine Felinare wird es nicht werden. Haben wir einen Wasserstein? Weil ein Aquana wäre eigentlich ganz cool. Aber wir haben Gyarados. Wir brauchen eigentlich keinen Aquana. Ich müsste mir überlegen, was am meisten Sinn macht. Wer ist es ein Crit? Oh Gott, okay. Okay, wir können safe noch einen Biss machen. Und dann werfen wir Bälle drauf. Ein Evoli ist fucking gut. Das ist schön, ne? Na, was ist... Was? Hä? Wir haben einen Evoli! Boah. Ich habe echt keinen keine Ahnung. Keine Ahnung, wie wir Evoli am besten nennen könnten, ne? gab es nicht hier irgendwo mal die Namen in anderen Sprachen? Hm. Nee. Natürlich geben wir einen Spitznamen. Und es ist, boah, ich hab mir echt... Mann, ich hasse es. Ja, wir nennen es Two. Französisch für alles. Why? Ja, es ist ein Evoli. Warum? Da muss ich keine Fragen mehr antworten. Ja, wir werden auch vom Mord trainieren.
Wehe, Affamor stirbt mir jetzt weg. Ich werde so sauer sein. Oder irgendjemand stirbt mir weg. So, es muss nicht nur Affamor sein. Übernahme. Au. Und Süto jetzt bis? Ja, nee. Hä? What the fuck, was war das? Okay. Das hat mir nicht mal ein paar IP gegeben. Okay. Bleib hier, Alter. Ein Hobelupf. Ein Hobelupf ist verdammt scheiße. Weil Pflanze. Wir predikten jetzt natürlich eine Pflanzenattacke und gehen deswegen auf Lissa. Och, natürlich hittet Schlafpuder. Willst du mich verarschen, Bro? Natürlich. Ja, wie soll es auch anders sein? Wenn ich Schlafpuder einsetze, jetzt hittet nie. Nicht einmal. Kurz Angst gehabt, dass Glutexo schon Ding ist. Drache, aber zum Glück nicht. Glurak ist ja auch nicht Drache, also es war einfach komplett irrational. Fimbrise macht nicht allzu viel Schaden, das ist gut. Bist du aufwachen, Glutexo? Boah. Der Sandsturm sollte eigentlich demnächst aufhören. Danke. Oh, Glutexo ist schon Level 23. Das ging schnell. Affamor ist auch Level 21, das ist schön. Natsumarill. Oh, Natsumarill, what the fuck. Macht Chestnut. Oh, Walze ist. Walze ist ziemlich schlecht. Oder könnte ziemlich schlecht werden, sagen wir es so. Wir schauen, dass wir uns ein bisschen gegenhealen gegen den Walzer. Ja, so ein bisschen Schaden machen, das schadet nie. Haha. Und dann mit Rankenhieb rein. Zumarill ist halt ziemlich tanky. Oh, jetzt schon. Das ist gut. Dann ist der Zumarill jetzt tot. Und Chestnut ohne... Also ohne Leben, Verlust, was? Hat gewonnen. Fragt mich nicht. 769 ist insane. Ja, dann haben wir auch Chestnut fertig trainiert. Und Lissa hat auch nochmal die 700 gekriegt. Oh, ein dummer Esel. Was, Dummiesel ist scheiße. Nur mit Pitaya. Kreideschrei. Kein Fan. Okay, macht aber trotzdem nicht viel Damage. Ich glaube, die minus 1 Attack ist war ziemlich gut. Oh, ein T-Kraft. Oh, kein Boost, okay. Aber Gestein ist sehr effektiv auf Pitaya. Das ist ziemlich deoptimal. Will ich nur einfach mal so gesagt haben. Natürlich, Pitaya ist ja vom Typ Flug. Aber trotzdem, ich könnte mir bessere
Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ist ein Pokéball. Oh, ein Janma, das wären auch coole Pokémon gewesen. I guess ich kann da gar nicht fliegen, oder? Die sind way too schnell. Ja. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, komm mal. Wie lange? Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte jetzt echt keinen Bock. Eine Hirntafel, ja, geil. Ich könnte noch weiter nach da oben gehen, aber ehrlich gesagt, warum? Ich habe noch absolut gar keinen Plan. Wo bin ich denn eigentlich? Ich wollte zum Pokécenter. Ich habe absolut noch gar keinen Plan, wie ich Lino schlagen will. Wir haben legit nur Chestnut. Und Chestnut kann halt auch nicht allzu viel gegen. Wo ist er denn? Da ist er. Amaura machen. Amaura? Ich weiß den deutschen Namen nicht. Wegen Ice Beam. Ice Beam ist auch schlecht gegen Affamant und Fil de Pu. Haben die Gesteinsattacken? Ja. Beide haben Gesteinsattacken. Heißt, Lissar und Ding, Pitaya ist auch raus. Heißt, wir hätten legit, also wir müssten wahrscheinlich, Ich würde probably mit Affamant starten für den Sandsturm und versuchen nochmal ein Gähner auf Amoras machen ist halt auch. Ist halt auch hart. Warte mal, ich habe hier noch gar nicht Evoli eingetragen. Nature müssen wir später schauen. Ich habe das Solar Rock auch noch nicht geschaut. Das ist ein harter Kampf. Oh. Oh, ich hab. Oh mein Gott, ich habe ja auch vergessen, dass ich Scoppel entwickelt habe. Mein Gott, ich habe hier so gut wie gar nichts eingetragen. Und Carpador hat sich entwickelt. Zack. Und ja, das war's. Ja, ich werde jetzt die ganzen, die beiden Kollegen, was habe ich eigentlich? Die ganzen Kollegen hier trainieren. Und ihr kriegt das in der Timelapse und wir sehen uns dann nach der Timelapse. Ja, bis gleich.
Puh, ich hab's finally geschafft. Alle sind 23. boah. Dann werde ich jetzt erstmal heilen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich dann in die Arena reingehe und wir Lino hoffentlich wegklatschen. Wir werden sehen. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Haut rein.